Haldrio und herzlich willkommen zurück zum Biosphäre-Let's Play. Ja, meine gestrige Aufnahme ist soweit geglückt, wie ihr hoffentlich gemerkt habt. Und ich habe gerade eben mal geschaut, was wir denn als nächstes Sinnvolles machen können. Aber wir werden wohl nicht drumherum kommen, erstmal hier weiter Steine klopfen zu müssen. Ich hatte überlegt, ob ich eventuell was mit Rotorycraft mache. Allerdings habe ich da einfach mich noch nicht schlau gemacht und noch nicht eingelesen. Und da mein Englisch nicht so gut ist, komme ich mit dem Buch alleine auch nicht wirklich weiter. Von daher habe ich mich entschieden, ich klopfe erstmal hier weiter, dass wir hier wirklich mal unser Flugzeug zusammenkriegen und mal eine Runde fliegen können. Andererseits möchte ich ja ganz unten in der Kugel dann noch später unsere Energieversorgung aufbauen. Und ich würde, glaube ich, mit... Oh, das ist ja, weil ich noch geguckt habe. Entschuldigung. Würde ich ganz gerne noch demnächst mit Applied Energistics mal anfangen, damit wir unser System mal in Griff kriegen. Dafür brauchen wir natürlich Strom. Ah, das ist blöd, dass ich da jetzt aufgemacht habe, aber egal. Das kriegen wir auch noch hin. Also klopfen wir erstmal weiter Steine. Es wird ja der Zelt draußen, dann sehen wir auch ein bisschen was von der offene Natur, von der Freiheit, die uns da erwartet. Machen wir da mal direkt so. So. Und so. So. Ja, wir sind doch ziemlich mittig, das ist okay. Das heißt, wir haben auf jeden Fall eine lange Start- und Landebahn. Oder zumindest lang genug, hoffe ich. Jetzt muss ich mich hier wieder langwurschteln. Weil ich das ja immer so gut kann. In den Abgrund fallen und so. So, das kann ich dann nämlich auch aufmachen. Ja, zum Glück habe ich jetzt durch die SkyMap ein bisschen Übung, was so das Freiklettern angeht. Wobei, übertreiben sollte ich es wahrscheinlich auch nicht. So. Und so. Und da oben machen wir jetzt auch noch auf. Hier und den noch. Und, ne, komme ich daran? Ja, Gott sei Dank. Da noch. Und, da noch. So, somit haben wir auf jeden Fall schon mal in dieser Richtung eine freie Fläche. Das Ganze wird dann natürlich noch schöner ausgebaut. Und wir werden wahrscheinlich noch eins tiefer gehen müssen, damit ich auf dieser Ebene, wo wir jetzt sind, einen Boden reinmachen kann. Aber so ungefähr habe ich es mir dann vorgestellt, dass wir dann irgendwo da mit dem Flugzeug sind oder von hier nach da, ist ja dann wurscht, und dann einfach hier rausfliegen können. Da haben wir natürlich direkt eine dicke Kugel, da müssen wir mal gucken, wie wir das den Anflugwinkel dann noch irgendwie verbessern können, aber ach, das kriegen wir schon hin. So, dann klopfen wir einfach mal munter weiter und gucken wir, wie wir auf der Seite rauskommen. Und ich muss natürlich mal wieder F7 anmachen, damals, damit ich wieder sehe, wann ich eine Fackel setzen muss. Und ich glaube, wir gehen jetzt erstmal hier weiter, bis wir auf der anderen Seite raus sind. Wenn ich das richtig deute, sind das ein paar Meter. Also von daher sollte das jetzt ganz gut funktionieren mit meinem Plan, dass auf jeden Fall die Start- und Landebahn lang genug ist. So, schauen wir mal. Also wir werden da jetzt nicht drum rumkommen, einfach mal hier Steine kloppen zu müssen, bevor wir da mit anderem Schnickschnack anfangen können. Ist halt so. Wir sind da. Es wird auf einmal so düster. Okay, ja, es wird schon eng. Spätestens beim Landen. Naja, müssen wir mal gucken. Notfalls ziehen wir den noch ein bisschen raus. Sollte ja auch kein Problem werden. So. Jetzt ist gleich auch der Hammer kaputt gehen. So. Ja, die lassen wir jetzt erstmal da oben. Hier sammeln wir natürlich wieder unsere Steinchen ein. Und nehmen den Gravel mit. Wenn es so weiter mit dem Clay geht, können wir hier noch einen harten Clayboden draus machen. Zumindest teilweise.
Nehmen wir den ganzen Clay mal mit. Kann ja nicht schaden. Ja, aber hier füllen wir mal wieder auf erstmal. So. Ja, ich weiß halt noch nicht, aus was ich den Boden machen soll. Aber da wird mir noch was einfallen. Bin ich mir ziemlich sicher. So, jetzt muss ich doch erstmal Fackeln setzen. Weil ich jetzt mal hier weg muss. Ich möchte ja nicht, dass ich gleich, wenn ich hier hoch runterkomme, da wieder nette Überraschungen habe. Dum di dum di dum. Dum di dum di dum di dum di dum. Das Schlimmste eigentlich ist das Umgewöhnen mit der Mods, die man hat oder die man nicht hat, wenn man verschiedene Packs spielt. Das ist der größte Nachteil, glaube ich. Aber das wird schon werden. So. Klopfen wir hier mal schön weiter. Das ging gerade eben schneller. Also manchmal ist das ein bisschen merkwürdig, wie schnell er jetzt braucht. Vielleicht müssen wir uns da doch mal einen besseren Hammer machen, einer der schneller ist. Das dauert dann doch relativ lang. Aber wie gesagt, die Reparatur ist hier im Moment noch so günstig. Jetzt verlieren wir natürlich Material, aber na gut. Das lässt sich leider nicht vermeiden. Außer ich springe da hinterher und das will ich nicht wirklich. Ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. So. Ja. Sieht doch schon fast gut aus. Sind die anderen Kugeln natürlich da hinten größer. Guck mal, die geht noch nicht mal bis ganz runter, weil die so tief ist. Dass die unten abgeschnitten ist. Die wird da wahrscheinlich irgendwo bei Null hängen dann. So. 1, 2, 3. Ach, da haben wir schon mal gebuddelt. Was haben wir denn da? Ich weiß es gar nicht. Das sehen wir dann. Hier mal auf. Na, jetzt geht's wieder schneller, merkwürdig. Das ist das Gefühl, je aufgebrauchter die Axt ist, umso schneller geht's. Schon merkwürdig manchmal. So. Den machen wir mal weg. So. Ach, dann sind wir ja schon auf der Breite, die wir wollten. Okay. Ja, das müsste aber fürs B-Plane auch lang. Bis jetzt habe ich ja nur das B-Plane. Müssen wir mal schauen, wir das eventuell vergrößern müssen, wenn wir da später mal andere Flugzeuge uns besorgen. Aber das sehen wir dann. Und auf jeden Fall doch, das wird knapp von der Länge her. Wir haben halt nicht die größte Kugel, ne? Und wir sind halt auch nicht mittig oben, sondern schon recht tief. Naja, nutzt ja nichts. So, machen wir da natürlich nach oben hin auf. Ah, da oben ist wieder Zinn. Ja, schon wieder kaputt. Huch, was mache ich denn hier? Ich glaube, meine Maus ist noch ein bisschen zu empfindlich eingestellt. Aber das geht schon. So. Machen wir reparieren. So, ich mache es mal nicht ganz heile.
Vielleicht bringt das ja wirklich was in der Geschwindigkeit. Das kann natürlich auch täuschen. So, da haben wir noch ein bisschen Aluminium gefunden, war das, glaube ich. Hier haben wir das. Und hier hinten hatten wir den Cobblestone. Können wir da nämlich auch mal wieder ein bisschen Platz machen. So. Können wir nämlich fleißig weiterklopfen. So. Und vor allem, wenn ich jetzt nach oben arbeite, weiß ich ganz genau, dass ich da gleich runterfalle. Weil ich einfach nicht sehe, ob ich schon einen Schritt zu weit gegangen bin. Ich sehe das schon kommen. Da möchte jemand ins Zimmer. Nennt sich auch Katze. Falls ihr so merkwürdiges Brummen im Hintergrund hört, dann liegt das daran, dass vor meiner Haustür Rasen gemäht wird. Ich habe schon das Fenster zugemacht. Aber ich kann es leider nicht ändern. Da müssen wir leider durch. Und ich glaube, ich werde jetzt gleich auch mal die Katze reinlassen müssen. Die mautzt mir nämlich sonst auch hier noch die Hütte voll. So. Dann haben wir das schon mal. Ja, Mau. Ich höre dich. Ich lass dich aber jetzt nicht rein. Bin jetzt hier beschäftigt. Mit Hunger aushöhlen. Ja, nebenbei finden wir noch ordentlich Metalle hier. Das ist natürlich so etwas praktisch. Und ich glaube, das mit dem Netherquarz, also mit dem Zertusquarz, das ist eindeutig zu hoch. Also das werden wir im Leben nicht aufbrauchen. Aber na gut. Aber ich glaube, das erwähnte ich bereits schon öfter. So, jetzt wird's, glaube ich, eng. Ja, komme ich da noch dran? Vor allem, da muss ich dann so. Na, dann lassen wir das. Dann machen wir das so. Ja, und so. Kämpfen wir uns mal langsam aber sicher in die Richtung. Tja. Da geht mir wohl jetzt ein bisschen Kupfer verloren, aber können wir mindestens den mitnehmen. Lässt sich jetzt leider auch nicht vermeiden. So. So. Hier geht uns natürlich jetzt auch was verloren. Aber zumindest die XP haben wir gesammelt. Ist auch schon mal was. So. So. Da. Da. Hier und hier. Und schon wieder kaputt. So, dann haben wir eigentlich auch schon das, was wir da wollten. Komme ich an die noch dran? Ne. Wird schon ganz an der Kante. So. Und ich sehe gerade, da hinten ist es noch dunkel. Was ist denn da? Ich muss mal hier aufmachen. Ah, das ist die Stelle. Ah, okay. Ah, okay. Hier hatten wir uns auch mal lang gebuddelt. So. Steinchen. So, dann noch einmal den Hammer reparieren. Oh, Essen nicht vergessen. Oh, ganz wichtig. Ah, ei. Das wäre jetzt fast in die Hose gegangen. Und dann gehen wir aber gleich mal gucken, ob wir noch Äpfel haben. Können wir hier mal wieder Material loswerden. Ein paar Kabels. So, dann haben wir... ja, ich höre da ein Zombie, wo auch immer der sich rumtreibt. Ich hoffe jetzt nicht bei uns. Ne, die hängen oben an der Tür. Okay. Ja, da dürfen sie hängen. Das stört nicht weiter.